Insekten, verstehst du? Los. Ich glaube, das sind die Worte, die du suchst. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Ja, das ist es. Genau das wollte ich sagen. Wer wird sie aufhalten, die fetten Industriebosse? Die Schiffe mit... bauen! Lass uns zurückschlagen! Ja. Wer ist denn das? Ein verkappter Imker? Ich sage euch, legt eure Werkzeuge nieder und zeigt ihnen, wer hier den Honig einsammelt. Ja. Das reicht. Ich dachte immer, Bienen gibt's nur in zwei Farben, schwarz und gelb. Aber du kommst mir verdammt rot vor, Freundchen. Ah! Hey, was soll denn das? Wir kämpfen hier für unsere Rechte! Ja, genau. Gleich zeige ich dir meine Rechte, Genosse. Benny, besorg mir einen Anwalt! Einen Anwalt! Das wird schwierig werden, den Burschen wieder rauszuhauen. Zum Glück kenne ich einen guten Anwalt. Jupp. Maximo. Der Kerl ist nämlich Anwalt. Also Jungs, wie wollt ihr Terry befreien? Schätze, muss mich selbst drum kümmern. Wie immer. Oh ja, richtig, stimmt. Wir müssen zum Leuchtturm. Da gibt es nämlich auch noch eine leider sehr traurige Szene. Abgeschlossen. Aber erst später. Ja, müssen wir aber erst später hin. Also gut, dann werden wir mal schauen, was wir in unserem kleinen Casino noch anstellen können, weil ich glaube, damit habe ich fast alles gesehen, soweit ich weiß. Ach, die Musik ist so gut. Ich weiß, irgendwo war noch dieser komische Typ. Naja, gehen wir erstmal zum Casino. Ah, stimmt, ja, hier runter konnten wir noch. Da ist sie. Max Riesenkatzenrennbahn. Wie soll ein einfacher Kerl mit drei Roulette-Tischen da mithalten können? Richtig, wir müssen ja hier... Ah, genau. Hier war der Tätowierer, glaube ich. Jep. Und ab. Nach unten in den Grafikfehler. Sehr schön. Das brauche ich. Entweder du hältst still oder ich binde dich fest. Sieht schmerzhaft aus. Leer. Ja, ich muss daran denken, noch mehr flüssigen Stickstoff aus dem Leichenschauhaus zu besorgen. Flüssiger Stickstoff? Friert die Knochen ein, dann tut's nicht so weh. Hey, klingt gut. Es könnte was davon gebrauchen. Du hast genug Schmerzmittel in deiner Flasche. Also sei ruhig und halt still. Das brauche ich. Entweder du hältst das still oder ich binde dich fest. Da hätte ich doch was. Da ist bereits weitaus stärkerer Stoff drin. Okay, dann brauche ich anderes Zeug. Leer. Das braucht. Ja, genau, stimmt. Du musstest ja irgendwas machen. Damit sein Generator ausfällt. Ah! Wer ist da? Sieht schmerzhaft aus.
Hallo, wenn ich mit der Randka fertig bin, ich dann werde ich Schlappohren auf deinen Schädel tätowieren, sodass jeder sieht, was wir ein Arsch mit Du weißt, dass ich vorbeikommen wollte. Von Minute zu Minute freue ich mich mehr darauf, die Stadt zu verlassen. Ah, irgendwas musstest du hier mal... Ja, genau. Du musstest den Kühlschrank aufmachen, damit es dein Generator aussetzt, damit du irgendwas, ich glaube, austauschen konntest oder so. Ich glaube, den Typen mussten wir ausnocken. Stimmt. War was. Okay. Dann gehen wir jetzt endlich mal zum Casino zurück. Und schauen mal, was wir dort machen können. Stimmt, ja, man musste den Kerl irgendwie ausnocken. Mein Gott, ist das lang her. Man muss nämlich beachten, weil das Spiel konnte man damals nur auf PC spielen. Und die damalige PC-Version lief nicht richtig, leider. Was sehr schade war. So, mal fragen, ob wir flüssigen Stickstoff herkriegen. Den müsste ja dann der gute Malito haben. Hoppala. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Das war es auch nicht. Stimmt. Irgendwo konntest du, glaube ich, dann Stickstoff herkriegen, wenn du ihn, glaube ich, weggelockt hast. Puff. Eieiei, ist das. Lange, lange her. Aber zumindest konnte ich die Arbeiterbienen zur Revolution bringen. Hey, Terry, du hast da draußen eine tolle Rede gehalten. Ja, mag sein, aber ihretwegen bin ich hier drin gelandet. Keine Sorge. Ich besorge dir den besten Anwalt der Stadt. Okay, Manny, aber beeil dich, bevor die Bewegung ihren Stachel verliert. Okay, den muss ich dann wohl aus dem Gefängnis hauen. Nein. Zu weit gelaufen, jetzt fährt er nach unten. Ups. Interessanter Aufzug, by the way. Und wieder zurück. Ich muss ja schließlich endlich mal in mein Casino fahren. Jawohl. Ah, oh, die Musik ist so gut. Guten Abend, Loop. Hi, Manny. Ich habe eine Nachricht von Lola für dich. Lola? Ja. Moment, wo habe ich sie nur? Wo ist sie denn? Oh, hier. Nein, Moment. Mist, ich habe ein völlig neues Nachrichtenverwaltungssystem. Ich muss nur hier. Nein, doch nicht. Moment. Ugh. Sei still. Hier ist sie. Moment mal, die ist ja leer. Da war was drin. Es fühlte sich wie ein Schlüssel an. Ein Schlüssel? Ja, aber anscheinend hat jemand den Schlüssel gemopst, während ich die Mäntel sortiert habe. Wer würde denn sowas tun? Sie haben mein ganzes System durcheinander gebracht. Oh weh. Guten Abend, Loop. Hi, Manny. Okay, zurück. Okay. Hat uns das Ding gegeben? Das ist jetzt die Frage. Nein. Okay. Hui. Dann gehen wir mal hinter ins Casino. Nicht so lange sie verlieren. Le numéro gagnant, le vincent, rouge, impair et passe. 25. Stört es dich, wenn ich mich setze, Charlie? Überhaupt nicht, Manny. Ich meine, es ist schließlich dein Club, oder? Draußen bellt schon wieder ein blöder Köter. Stimmt. Also was hast du hier zu suchen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst erst wiederkommen, wenn du deine Schulden an der Bar bezahlen kannst? Oh nein.
Man hat mich bei der Rennbahn gefeuert, weil ich Wettabschnitte gefälscht habe. Also muss ich zu denen gehen, Manny, die ich liebe. Die ich liebe. Wie hast du die gefälschten Abschnitte gedruckt? Hiermit. Ist sie nicht wunderschön? Das letzte Mal, als ich im Knast saß, teilte ich meine Zelle mit dem hinterhältigsten Hochstapler, den ich jemals gesehen habe. Aber er war ziemlich nachlässig und daher fiel es mir recht leicht, ihm das hier zu klauen. Danke. Man weiß nie, wann man sowas gebrauchen kann. Hey, gib sie wieder her, Manny. Vielleicht dann, wenn du deine Schulden hier bezahlt hast. Einverstanden? Oh, Manny. Was kannst du denn noch fälschen? Nichts, alles. Kannst du Pässe nachmachen? Manny, in vielerlei Hinsicht denkst du immer noch wie ein Lebender. Seelen brauchen keine Pässe. Wir sind alle Bürger derselben Nation und unser König reitet ein Höllenross. Also keine Pässe? Nein, weißt du, das Wasserzeichen ist so schwierig zu kopieren. Wie ist es mit Führerscheinen? Klar, du gibst mir ein Foto, 50 Mäuse und etwa 2 Wochen Zeit, okay? Kannst du mir ihre Gewerkschaftsausweise machen? Manny, drehst du jetzt total durch oder willst du einfach mal mit Matrosen abhängen? Kannst du oder kannst du nicht? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mein Geld von Maximino zurückholst, mach ich dich zum Präsidenten der Gewerkschaft. Ich will nicht Präsident werden. Und wieso hat Max dein Geld? Ich habe letzten Monat einen ganzen Koffer Geld als Einsatz für eine Bombenwette dagelassen. Das Ergebnis des Rennens stand vorher schon fest, Manny. Sie haben mir mein Geld regelrecht geklaut. Hier, nimm die VIP-Eintrittskarte. Ah. Damit kommst du in die High Rollers Lounge. Mich lassen sie da nicht mehr rein. Irgendwo im Weinkeller steht ein Safe. Und darin müsste mein Koffer sein. Und kannst du mir heute Abend noch so einen Ausweis besorgen? Wenn du zurückkommst, Manny, liegt der Ausweis auf dem Tisch. Danke. Wir wissen, wo wir hin müssen. Oh, stimmt, ja. Wir sind alle Bürger derselben Nation und unser König reitet ein Höllenross. Wissen Sie, man sagt, dass man immer dann den Tisch verlassen sollte, wenn man gerade eine Glückssträhne hat. Oh, mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass mein Glück noch nicht zu Ende ist. Sieben. Doch. Ich glaube schon. Weil wir müssen nämlich den lieben Herrn Inspektor dazu bringen, zu verlieren. Und wie macht man das am besten? Indem man so tut, als ob er gewinnt. Badabada, deswegen brauchen wir dieses kleine Magnetding. Le numéro gagnant. Le 4. Noir. Père et Mont. Fio. Schwarz. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and Gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Le numéro gagnant, le 24, noir, Père et Pass, 24, schwarz. Irgendwie ging das doch. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Hey, Vorsicht da genau. Unten. Le numéro gagnant, le 9, rouge, en Père et Mont, 9, rot. Das ist ja empörend. Ich habe auf die 2 gesetzt. Warum ist nicht die 2 gekommen? Monsieur, je suis vraiment désolé. Ich kann mir die Gewinner nicht aussuchen. Ihr wird alles von dem Mann da oben kontrolliert. Nun, dann sagen Sie dem Mann da oben, dass Polizeichef Bogan sehr verärgert war, als er ging. Und dass er gerne mehr Glück hätte, wenn er später am Abend zurückkehrt. Oui, monsieur. Bonsoir. Ich werde es ihm sofort ausrichten. Mesdames, hätten wir den blöden Polizisten von seinem Platz verdrängt.